Klingt euch ein, wir machen alle mit, singt euch ein. Hallo liebe Kinder, hier sind wir wieder zum Singen. Heute mit einem Lied, damit ihr überhaupt mal richtig wisst, wie man steht beim Singen, was die beste Position ist. Ein Lied mit vielen Bewegungen. Ich singe es euch vor und ihr könnt gleich mal die Ohren spitzen und hören, um welche Bewegungen es geht, wie wir uns hinstellen wollen beim Singen. Wir setzen die Zehen nach außen, die Fersen rutschen nach. Sicher stehen wir und aufrecht, verwurzelt wie ein Baum. Die Arme schwingen leicht, die Knie federn locker, unsere Schultern sind entspannt. Mitgekriegt, wie man beim Singen ordentlich steht. Wir probieren das jetzt mal zusammen. Dazu komme ich mal vors Klavier. Und ihr müsst natürlich zuallererst auf meine Füße schauen. Wir setzen die Zehen nach außen. Die Fersen rutschen nach. Das können wir ein paar Mal machen. Da werden wir auch wach. Könnt ihr schauen, wer Löcher in den Strümpfen hat. Wer bunte Strümpfe anhat, wer schwarze Strümpfe anhat. Fersen wieder zusammen, Füße wieder zusammen. Wir setzen die Zehen nach außen, die Fersen rutschen nach. Jetzt steht ihr eigentlich schon mal ganz gut. Jetzt ziehen wir uns wie eine Marionette nach oben. Sicher stehen wir und aufrecht. Denkt euch, dass jemand hinter euch einen Faden in der Hand hat, an dem er euch nach oben zieht. Verwurzelt wie ein Baum. Probiert mal, ob ihr wirklich schwingen könnt, ohne umzufallen. Wenn das geht, dann sind eure Füße in der richtigen Position. Die Arme schwingen leicht, die sind nicht angeklappt. Ihr könnt das ja mal probieren. So kann man nicht so gut singen. So, wenn die Arme locker sind, kann man super singen. Die Knie federn leicht, als ob ihr Ski fahrt. Probiert das mal. Und kommt wieder zum Stehen. Unsere Schultern sind entspannt. Die könnt ihr mal rollen. Mal die eine, mal die andere, mal die rechte, mal die linke, mal alle beide zusammen. Könnt ihr mal ganz hochziehen. Kommt ihr bis an die Ohren? Und wieder runterlassen. Und nochmal bis an die Ohren ziehen. Und wieder runterlassen. Genau, jetzt sind die Schultern schön entspannt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Freundlich schauen wir in die Runde, denn nun fängt das Singen an. Denn Singen geht immer besser, wenn man freundlich schaut, damit die Zuschauer nicht nur etwas Schönes hören, sondern auch was Schönes sehen. So, heute habe ich mir die Susanne mitgebracht. Ich würde euch das gleich nochmal zeigen und ich setze mich wieder ans Klavier. Hallo Susanne! Hallo! Schon.